Crisis? What Crisis? Sechste Staffel. Zeitenwende. Folge 8. Organisationale Resilienz. Herzlich willkommen bei Crisis? What Crisis? Dem Leadership Talk mit Uwe Dotzlaff und Manfred Stockmann. Inspirationen, Anregungen und Gedanken zu Führungsthemen. Nicht nur in unruhigen Zeiten. Wir sprechen über den Umgang mit Krisen, mit unvorhergesehenen Situationen, über die Bedeutung von Strategien, Szenarien, Selbstführungskraft und mentaler Stärke. Wie gelingt Führung auch unter ungünstigen Bedingungen? Wie wappnen wir uns selbst, um klar, fokussiert und entscheidungsfähig zu bleiben? Wöchentlich, kompakt, um die 20 Minuten und gut geeignet als Braincake für zwischendurch. Hallo und herzlich willkommen hier wieder bei Crisis What Crisis, und ihr seht es und werdet es gleich hören natürlich, für die, die den Podcast hören, Uwe Dotzlaff, Sven Adomant und ich, Manfred Stockmann, hängen hier zu dritt wieder in dieser Episode, denn wir setzen das ganze Thema fort aus dem AOK Fehlzeitenreport und haben uns heute den Bereich oder das Thema organisationale Resilienz vorgenommen. Und Sven, ich glaube, da braucht es erstmal eine Einordnung, weil der Begriff ist noch nicht überall wirklich angekommen, habe ich den Eindruck. Also da gebe ich dir voll recht. Ich glaube, da werden wir auch nur einen kleinen Beitrag zur weiteren Klärung hinkriegen, weil das noch manchmal gefühlt ein sehr diffuses Feld ist. Im Prinzip können wir mal von dem Resilienzbegriff kommen und überlegen, das ist ja sowas wie diese Widerstandskraft. Das heißt, es kommt aus der Physik. Von der Idee her, es wirkt wieder etwas auf ein anderes Material, und die Frage ist, kann das Material zurück in den Ausgangszustand zurückkommen? Dieser physikalische Begriff, der ist auch schon wieder umstritten für den Organismus, weil da sagen wir einfach, es kann auch nicht nur darum gehen, dass ich immer wieder in den Originalzustand komme, sondern ich sollte ja wachsen. Also das sollte sogar noch besser werden mit der Zeit. Dann hätten wir da noch eine zweite Fächerung drin. Und wenn wir das jetzt mit dem Thema Organisation verknüpfen, dann haben wir natürlich nochmal, okay, jetzt könnte es nicht nur ums einzelne Individuum gehen, was für sich diese Fähigkeiten zur schnellen Anpassung, zur Flexibilität, zur Widerstandskraft hat, sondern jetzt können wir das noch als System, Unternehmen, Organisationen betrachten und können überlegen, was sind denn da die relevanten Einflussfaktoren. Es gab ja mal auch den Begriff, oder gibt es ja auch heute noch, der genutzt wird, das heißt die dynamikrobuste Organisation. Da ging es ja mehr auf das Thema schnelle Anpassungsfähigkeiten, auch mit diesen Veränderungen auch umzugehen. Hier haben wir ja nochmal eine deutlich andere Komponente und eine Qualität mit drin, ne? Wie du es eben sagst, dieses Wachsen gleichzeitig und trotzdem aber sich nicht brechen lassen oder wie auch immer. Ja, ich glaube, ja, das nicht brechen lassen ist drin, das Wachsen ist drin, definitiv. Ich glaube, was wichtig ist, und dann hakt es ja in diesen Konstrukten auch, es gibt da ganz unterschiedliche Sichtweisen. Also wir hantieren zum Beispiel mit einem, was sagt, es gibt drei Qualitäten, auf die man schauen muss. Ich muss situationsbewusst sein. Also ich muss wissen, wo stehen wir, wo stecke ich, wie verbogen bin ich jetzt gerade zum Beispiel, ne? Was ist da los und ist das jetzt zu viel? Dann der zweite, diese Anpassungsfähigkeit, also welche Mechanismen habe ich denn überhaupt, um schnell ja gute Informationen zu liefern, dann vielleicht, wenn man es auf ein Unternehmen hat, und wo kriege ich die her, wie kann ich mich dann schnell flexibel anpassen, welche Arbeitsprozesse haben wir da, welche Schritte haben wir da, welche Bedingungen haben wir dafür? Und das Letzte, wo wir gerne hingucken, wenn wir das beschreiben, ist, wir schauen auch noch auf Schlüsselstellen, weil uns muss klar sein, wenn wir über Organisationen reden, dann geht es häufig auch darum, wer entscheidet, an welcher Stelle, in welche Richtung Weiche gestellt wird. Mhm. Und das heißt, bei diesen Menschen, die da auf diesen Positionen sind oder in diesen Schlüsselstellen sind, dann gehören natürlich noch mal ganz viel, ja, gehört ganz viel Augenmerk noch mal zusätzlich drauf. Mhm. Wir haben jetzt AOK Fehlzeitenreport ist ja hier die Grundlage, da kommt es eben auch drin vor und da wird auch ein Bezug gesetzt zu dem, was ja viele kennen, BGM, betriebliches Gesundheitsmanagement. Hier wird aber nochmal eine qualitative Ergänzung auch mit reingebracht, systemisches BGM.
Für jemanden, der sagt, ja, die BGM machen wir ja schon. Also wir haben den Yogakurs, wir haben die Salatbar und der Obstkorb wird verteilt. Also da sind wir ja schon gut aufgestellt. Was ist denn da jetzt das Zusammenspiel? Also einmal, wenn wir systemisch mit einbringen, dann nur noch mal so ein bisschen Verständnisklärung. Ich würde immer gehen mit, wir unterhalten uns über ein System. Das heißt, es gibt etwas oder es gibt ganz viele Faktoren, die irgendwie zusammenwirken in eben diesem System. Und das System ist vielleicht unser Unternehmen. Man könnte das noch ein bisschen größer machen und könnte sagen, das ist nicht nur das Unternehmen, sondern das ist dann tatsächlich auch der Ort, in dem das Unternehmen ist, das Umfeld, in dem das Unternehmen ist, das sind die Familien aller meiner Mitarbeiter in diesem gesamten System. Und darauf wollen wir einwirken oder draufgehen. Wenn wir uns jetzt diesen Zusammenhang anschauen, dann ist System auch irgendwie wie ein Organismus. Also würde ich immer sehen, das ist wie ein Mensch. Wir sind auch ein System. Und dann wird das Unternehmen das auch. Und wenn wir uns dann Resilienz anschauen, dann ist eigentlich sehr naheliegend, dass das sehr eng irgendwie miteinander verwoben ist. Also vielleicht am ehesten, das Gesundheitsmanagement könnte als Ziel haben, die organisationale Resilienz zu fördern oder zu verändern, zu verbessern, zu erhöhen, oder überhaupt erst herzustellen. Was vielleicht ganz, ganz entscheidend dabei ist, auch für das, was wir so machen oder was auch in den Unternehmen gemacht werden, wird in diesem, wenn wir diesen ganzheitlichen Ansatz, diesen systemischen Ansatz nehmen, es ist im Prinzip egal, wo du anfängst zu rappeln am Pullover, du kommst immer wieder auf diese ganzheitliche Situation und wenn du den Pullover aufrappelst, dann wirst du sehen, du musst dich um dein Individuum im Unternehmen kümmern, um die Akteure, um die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, alle, durch alle Hierarchieebenen durch. Du musst aber auch im Team dich bewegen, also in der Zusammenarbeit dieses Teams, in dem Wohlfühlen vielleicht im Team, dem Sinn erleben der Arbeit, die jeder Einzelne im Team macht. Und plötzlich sind wir dann da, bei der Führung, bei den Verantwortlichen dafür, wer führt eigentlich ein Unternehmen? Ja, das sind Führungskräfte. Es gibt so ein niedliches Wort in der deutschen Sprache, das heißt immer noch Vorgesetzter, ne? Da rappelt es bei mir in meinem Kopf und dann denke ich, boah, wer ist denn dem da jetzt vorgesetzt und wer hat denn den da jetzt hingesetzt und warum ist der eigentlich dann, ja, warum sitzt der da? Ja, also solche Geschichten zu sagen, ich komme dann ganz schnell zu Führungsfragen und zur Kultur in diesem Unternehmen. Welche Prinzipien leben wir eigentlich? Wovon lassen wir uns leiten in so einem Unternehmen? Und dann eben auch wieder, egal von wo ich gekommen bin, in der Struktur des Unternehmens, ne, lande ich wieder. Also all diese Dinge ganzheitlich zu betrachten. Und dann kann ich am Ende des Tages sagen, und das könnte für den einen und den anderen auch ein Burner sein, zu sagen, ja, das machen wir betriebliches Gesundheitsmanagement und dann gucken alle und haben wir kognitive Leichtigkeit und denken an Sportfest, Gesundheitstag und Apfeltage. Aber wenn ich das ganzheitlich betrachte, ist weder das Sportfest noch der Gesundheitstag oder der Apfeltag eine Lösung, dass wir eine Organisation resilient gestalten. Ne? Es kann ein ganz winziger kleiner Punkt sein auf dem Weg dahin, aber da gehört noch viel, viel anderes dazu. Ich würde an einer Stelle nochmal so ein, aber eigentlich, ich stimme dir voll zu, aber ich widerspreche dir jetzt ganz kurz an einer Stelle, weil ich könnte mir eine Situation in der Theorie bauen, wo tatsächlich das Sportfest und der Apfeltag die Lösung sein könnte. Also die könnte es geben. Ich halte die nur auch, wie du gerade gesagt hast, für sehr unwahrscheinlich. Ich wäre auch eher dabei, das ist eine kleine Schraube, ist eine kleine Bedingung. Aber wenn wir jetzt mal aus der Theorie auf Gesundheitsmanagement schauen, dann würde man immer sagen, okay, dann lass uns herausfinden, ob da unser Problem ist und der Apfeltag die Lösung ist. Wenn da das ist, dann ist das gut, dann sind wir alle fein damit. Dann war das eine ganz einfache Nummer. Leben ist nur leider meistens nicht so. Ja. Perfekt, also ist ja gar kein Widerspruch im Sinne von, aber aus der Erfahrung heraus sage ich einfach, wenn denn dann das Team oder in der Struktur klar war, wir führen einen Apfeltag ein, dann ist das erstmal schon, ich denke drüber nach, ich habe eine Aktivität, diese Aktivität wird im Unternehmen auch umgesetzt, ja, kostet erstmal extra, muss budgetiert werden, keine Ahnung, weiß ich nicht. Donnerstag ist bei uns Apfeltag, das höre ich ganz, ganz oft, ne? Und dann
sagen alle, und damit ist das Ding beendet. Nein, eben nicht. Damit fängt es noch nicht mal ganz an, sondern du hast es ja dann bis dahin schon gemacht. Du hast gesagt, ja, es gibt ja Leute, die mögen gar keine Äpfel. Oder aber nach einer bestimmten Zeit sind Äpfel langweilig. Und was ganz sicher ist, die Äpfel werden nicht mehr wahrgenommen. Sie werden als normal wahrgenommen. Und dann passiert ein Phänomen, was wir oft haben im Unternehmen. Die Apfelkörbe oder so, wenn es nur Äpfel sind, die stehen irgendwo rum. Sie wurden als große Errungenschaft gefeiert. Sie standen auch in einer Betriebsleitung oder wo auch immer. Und dann werden sie braun und schrumpelig. Und nach einer bestimmten Zeit geht der Chef hin und sagt, ja, wenn ihr die sowieso nicht esst, dann lassen wir sie weg. Und plötzlich fallen dann denjenigen, die gar keine Äpfel gegessen haben, auf, oh, die Äpfel sind nicht mehr da. Der Chef ist wohl geizig geworden. Und dann ist wieder dieser Verlust da. Genau wie du sagst, wenn wir es ganzheitlich machen, systemisch machen, dann ist der Apfeltag vielleicht der Anfang vom Pullover, aber noch nicht die Lösung. Und hier eine kurze Unterbrechung für einen Werbespot in eigener Sache. Es geht um die Qualifizierung zum Agilitätscoach. In der 5. Staffel dieses Podcasts folgten wir bereits den 3 Gliederungsblöcken dieser exklusiven Workshop-Reihe. Wenn Sie sich oder Mitarbeitende zum unternehmensinternen Agilitätscoach qualifizieren wollen, ist diese Workshop-Reihe genau das Richtige. In 4 Präsenzveranstaltungen und 9 Live-Online-Sessions erwerben Sie über 9 Monate praxisgerechte und sofort umsetzbare Fertigkeiten, um Ihre Veränderungsprozesse professionell voranbringen zu können. Weitere Infos unter www.agilitäts-coach.de und in den Shownotes. Uwe Dotzlaff, Sven Adomat und Manfred Stockmann freuen sich, Sie beim Agilitätscoach der speziellen Workshop-Reihe mit Event-Charakter persönlich begrüßen zu dürfen. Und nun zurück zum Gespräch. Das erinnert mich jetzt so ein bisschen an den Casual Friday, der in den 90er Jahren, als ich in der Bank war, eingeführt worden ist, um die Lockerheit und die Gelöstheit des neuen Umgangs, obwohl das Einzige war, du darfst einen Anzug ohne Krawatte tragen, aber ja. Ja. Und ich glaube, was du gerade sehr schön beschrieben habe, ihr beide beschrieben habt, ist tatsächlich jetzt das nächste Kennzeichen von Gesundheitsmanagement. Das wäre nämlich tatsächlich diese Systematik. Ne? Also nicht zu verwechseln mit dem Systemischen, in dem wir gerade waren. Jetzt sind wir in der Systematik, nämlich in dieser Idee, ich muss überprüfbar sein, ich muss analysieren, ich muss am Ende schauen, waren wir auf dem richtigen Weg, ich muss immer wieder anpassen. Und das ist dann jetzt der zweite Teil da drin. Der kennzeichnet dann einfach das, dass vielleicht mal ein Gesundheitsmanagement auch das ist, was es laut dem Namen dann immer so gerne verspricht. Und wenn das gelingt, sind wir fein. Du hast gerade für die organisationale Resilienz nochmal diese 5 mögliche Handlungsfelder aufgemacht. Ich würde auch hier nochmal den Bezug zu unserem System nehmen. Da hast du eigentlich 5 Untersysteme in dem großen, komplexen System beschrieben. Und auch dem muss ich dann folgen. Ne? Du hast einmal gesagt, die Person, die ist, ich habe ja gesagt, ich bin auch ein System. Ja, mein Team, in dem ich arbeite, ist ein System, was Gemeinschaft als solches funktioniert. Die Führungskräfte oder die Interaktion Führungskraft mit den Mitarbeitern ist wieder ein System. Und die Strukturen und Prozesse ergeben irgendwie auch ein System dann nachher in der Zusammenarbeit und die Kultur gibt den Rahmen dafür. Und das ist eigentlich das Spannende, wenn ich das alles wieder in ein miteinander verflechtetes Gesamtkunstwerk packe, dann sieht man, wie komplex das ist, wenn ich das jetzt beeinflussen will. Und ich muss halt irgendwie schaffen, herauszufinden, an welchen Stelle ich am effektivsten rappeln kann. Oder ich muss viel Zeit haben. Das geht auch. Ja. Wow. Und das ist das, was, ja, jetzt, wenn der ein oder andere das jetzt hört, was wir drei jetzt hier sagen, sagen die vielleicht, wow, guck dir mal die Theoretiker an, wann soll ich denn das alles noch machen? Und wer soll das machen? Und wenn das auch noch konsequent und dauerhaft sein soll, dann bin ich ja einen ganzen Tag nur beschäftigt mit BGM. Im Prinzip ja,
aber dann wird auch das, was du an sich erreichen willst, auch erreicht werden. Also dieser ganzheitliche Ansatz, der beinhaltet eben, dass wenn du denn dann dich darum kümmerst, dann wirst du dich auch um die anderen Dinge kümmern, um dein Produkt, deine Qualität, dein Zusammenhalt, das Informationsmanagement, die Kunden, weil plötzlich die Akteure im Unternehmen das, als wenn ich sie denn auch einbeziehe, nicht wenn ich jetzt von oben drauf stülpe. Also viele denken ja, ich stülpe da jetzt mal was drüber und das muss dann für alle passen. Der Anzug wird passend gemacht, aber sie waren nicht beteiligt. Wenn ich sie beteilige aber in dieser Geschichte, wird mein Unternehmen am Ende des Tages auch erfolgreicher werden. Woher nehme ich die Zeit dafür? Aus dieser Arbeit an diesem Thema. Jetzt könnte ich ja hier nochmal diesen Begriff Achtsamkeit mit reinwerfen. Letztendlich ist es ja, wenn uns bewusst ist, was wir tun, also wenn was für Auswirkungen manche Dinge haben, dann sind es ja ganz viele Kleinigkeiten, die wir im Tag haben. Das fängt beim Atmen an. Bin ich überhaupt in meinem guten Stadium, bin ich in einem guten State oder hetze ich nur hinter Sachen her, das fangen die einen Sachen an, kann da sich selbst anfangen, kann ich bei der Beobachtung anfangen, also es ist ja gar kein oftmals ein, ich muss das noch machen, sondern es ist oftmals ja nur so kurze Reflexionsphasen, die ich mit einbringe, wie reden wir denn gerade miteinander, nehme ich jetzt hier Aggression wahr, nehme ich jetzt, merke ich, dass ich jemanden ausgrenze, so, es sind kleine Trainingseinheiten, ja, die im Alltag sich aber immer wieder weiterentwickeln können. Also sie üben sich letztendlich in der Anwendung, ne? Ja, und da kann ich jetzt diesen Begriff, den ich vorhin so mal eben in den Raum reingeworfen habe, den kann ich jetzt dazu wunderschön ergänzen. Ich habe am Anfang von Situationsbewusstsein für die Organisation gesprochen. Und jetzt müssten wir ja mal überlegen, ist Achtsamkeit ein Teil davon? Und ja, das ist es. Aber Situationsbewusstsein geht jetzt ein Stück über das Achtsame hinaus. Nämlich da fange ich an zu reflektieren, was in der Achtsamkeit nicht unbedingt so unbedingt gewünscht sein muss. Ne? Also ich mache meine eigene Verantwortung zum Beispiel mir klar. Ja. Ich erlebe die Situation bewusst. Ich bewerte sie aber auch. Das ist bei Situationsbewusstsein auch ganz wichtig. Und ich bin mir bewusst über meine Fehler in der Bewertung, also welchen üblichen ich so unterlaufen kann und ich achte auf die. Dafür brauche ich wieder die Achtsamkeit danach. Ich habe eine eher positive, lösungsorientierte Vorgehensweise in meinem Situationsbewusstsein. Da kommt dann, das Ganze wird wieder rund. Ich bin mir dessen auch bewusst und ich mache das ganz, ich wende das auch bewusst an. Mhm. Ja, ich habe das immer wieder. Ich sehe meine eigenen Ressourcen. Was kann ich, was kann ich nicht? Wo habe ich Entwicklungspotenzial? Ich sehe auch meine externen Ressourcen, weil wir sind ja jetzt in der Organisation. Also was kann ich noch nicht so gut, aber was kann vielleicht meine Kollegin oder mein Kollege? Und das ist Situationsbewusstsein für organisationale Resilienz. Und das finde ich ein sehr schönes Spielfeld. Also wenn wir auch bei konkreten Handlungsfeldern sind, daraus kann man eigentlich sehr schön arbeiten in Teams dann. Mhm. Ich glaube auch, dass das, was du eben gesagt hast, nämlich dieses organisationale Resilienz, das ist nicht einfach nur ein Zauberwort oder ein schwieriges Wort, das schwer auszusprechen ist oder dass wir irgendwo ranschreiben müssen an eine Tafel, sondern wenn ich deinen Begriff nehme, Manfred, ne, und sage Achtsamkeit, aber ich beachte oder ich schaue mir dieses Wort oder diesen Wert, den wir leben müssen, im Unternehmen aus der Brille des Teams an. Ja, einfach durch die Brille des Teams. Und wir haben einen gemeinsamen Zeichenvorrat für diesen Begriff Respekt und Achtsamkeit oder für diese Begriffe. Und wir leben das auch so. Und ich habe das auch so verstanden. Und es ist nicht nur eine Worthülse, sondern es ist ein Inhalt, aus dem sich wieder eine komplette Kultur im Unternehmen ableiten lässt. Ne? Auch da wieder zu sagen, ganzheitlich über das gesamte Unternehmen, aber dann auch wenn ich im Detail, ich bleibe ein Individuum, meine Ansicht zu dem Thema habe, aber es gibt eine Vielzahl von Schnittstellen, wo die Brille des Teams nicht eine rosa-rote ist, sondern mit der Brille des Teams, aus der Sicht des Teams zu einem
Zusammenhalt führt, weil ich diese Wörter auch so mag und auch so leben will. Und dann bin ich bei Resilienz, dass ich, wenn wir in eine schwierige Situation kommen, eine Einzelne aus dem Team oder das gesamte Team oder das gesamte Unternehmen kommt in so eine Situation, dann werde ich nicht lange brauchen, um zu definieren, was meinen wir denn jetzt damit, um wieder dahin zu kommen, wo wir vorher waren, oder, was Sven ja vorhin gefordert hat, viel weiter zu sein, als nur wieder auf den alten Punkt zurückzukommen, sondern eine Weiterentwicklung gemacht zu haben. Und das Ganze mit deinem kleinen Begriff Achtsamkeit. Und schön daran ist, dann hast du auch die Chance, diese tollen, günstigen Gelegenheiten und Chancen überhaupt zu erkennen, wenn es darum geht, sich weiterzuentwickeln. Und dazu brauchst du diese Fähigkeit vorher. Ja, also nicht nur die Krise erkennen und beschreiben, das können wir ja alle gut, ne? Also perfekt, sondern auch die Chance und die Gelegenheit zur Veränderung zu erkennen und die Möglichkeit vielleicht eines kurzen Moments, eines kurzen Zeitfensters, in dem ich eine Chance habe, alles wieder gut zu machen. Das ist das, was wir da eigentlich brauchen. Ich habe sofort die Bausteine auch, ne? Wenn du sagst, ich habe die Gelegenheit, das zu machen. Und ich habe dann, wenn das vorher im Team schon klar war, weil ich so viele andere Situationen schon gemeinsam organisiert habe, habe ich die Bausteine, die ich jetzt brauche, um an diesem Turm weiterzubauen. Und dann zu sagen, oh, wenn es jetzt drüber rausgeht, dann entwickeln wir mit den alten Bausteinen wieder neue Bausteine. Weil ich die Fähigkeit erworben habe, neu und anders zu denken, völlig anders zu denken, aus kognitiver Leichtigkeit rauszugehen und Dinge aus einem neuen Blickwinkel zu sehen. Für mich sind ja auch bei dem ganzen Thema bei der Gesundheit, Sven, du hast es mal in einem anderen Gespräch gesagt, Gesundheit ist im Endeffekt alles. Also alles zielt sowohl im Unternehmen als auch in der Organisation als auch auf den Menschen, hat mit Gesundheit ja zu tun, selbst auch in der Natur, also gesunder Baum oder dieses, wie auch immer. Es sind ja verschiedene Aspekte, kriegen wir die auch aufs Unternehmen übersetzt? Wenn ich sage, für mich Körper, Geist, Seele, Emotion, Spiritualität, also den spirituellen Teil nehme ich jetzt nicht in hoher Vergeistigung, sondern in der Verbundenheit zu mir, Verbundenheit zu anderen, dann bin ich ja da auch in verschiedenen Dimensionen unterwegs, die alle eine Rolle spielen. Und wenn irgendwas aus dem Gleichgewicht ist, gibt es auch zur Dysfunktion, ne? Ich glaube, das, was daran so spannend ist, inwieweit ich mich darauf einlasse, aus dieser Summe der Einzelteile, also ich nehme jetzt den Menschen als Einzelteil, du hast die Komponenten gerade definiert, die bei dem Menschen wirken, also aus diesem Einzelteil Mensch ein nur zusammengesetztes Ergebnis Organisation sehe, oder ob da, ich will jetzt, es ist halt schwierig zu sagen, gibt es da sowas wie eine mentale Gesundheitskomponente, die auch in einem Gesamtunternehmen entsteht. Also das ist mehr als die Einzelteile danach wert. Das ist vielleicht das einzig philosophische und Spannende daran, an was man da dann glauben will oder was man vielleicht auch sich anschauen will und mit wem man gehen will. Zum Beispiel so eine respektvolle Arbeitsethik, die ich entwickelt habe als Unternehmen oder auch in Vertrag. Vertragsgestaltung in Partnerschaften mit Kunden zusammen zu sagen, da bin ich eben auch gesund, mental gesund, weil ich niemanden über den Tisch ziehe, weil ich sehr offen klar bin. Das wäre für mich jetzt da so der mentale Sinn dabei. Ja. Aber ich glaube, diese Übertragung, die jetzt ja auf die du angespielt hast, ne? Körper, Seele, Intellekt und Geist in Einklang zu bringen. Wenn ich Körper, Seele und Geist im Unternehmen, Intellekt und Geist im Unternehmen in Einklang bringe, dann passiert das Gleiche wie in meinem individuellen Körper. Ne? Das muss ich auch erstmal hinkriegen. Passiert ja dann auch in der Organisation. Ich glaube, da ist kein Unterschied. Ich muss nur die Begriffe für uns definieren. Was ist das eigentlich? Was ist unser Körper? Worauf kommt es an bei unserem Körper? Wie soll unser Körper aussehen? Was soll unser Körper in Zukunft leisten? Ne? Wie soll das Seelenleben, das Gefühlsleben unserer Mitarbeiter oder meines eigenen Körpers überhaupt stattfinden? Ja? Oder welches Wissen, welchen Intellekt brauche ich eigentlich, um diese Herausforderung lösen zu können? Und wie kann ich das schaffen, dieses bei der Schnelligkeit der Entwicklung, dieses Wissen immer wieder verfügbar zu haben auch?
Ja, und den Geist dann, den Spirit auch mitzunehmen und zu sagen, und jetzt stehe ich dafür, für mein Produkt mit meinem ganzen Namen. Einfach zu sagen, das ist das, was wir brauchen im Team. Und das trotzdem in dem Transfer zu machen, dass du das jetzt alles nicht gesagt hast für den einzelnen Mitarbeiter, nein, sondern für das Unternehmen. Also was ist der Geist eines Unternehmens? Was ist der Körper eines Unternehmens? Und das auch festzulegen, ist eine ganz spannende Sache, ja. Und dann sind wir auch dabei, dass wir einfach sagen, eben Gesundheitsmanagement heißt eben nicht eine Formalie, ja. Ja, es gibt Unternehmen, in denen alle Mitarbeiter Marathon laufen müssen, ne? Aber das Individuum mag gar nicht, alle mögen gar nicht Marathon laufen, ne? Sondern vielleicht mag der eine mal mit dem Hund gehen oder so, ne? Dann ist das genauso, ja, oder ein Buch lesen oder irgendetwas anderes zu tun. Und dann kommt dein Wort wieder Respekt und Achtsamkeit dazu, zu sagen, ich muss das Individuum, ich muss meine Möglichkeiten erstmal kennen, genauso wie im Team. Ich muss die Möglichkeiten, meine Neigungen und Begabungen erkennen, aber auch bereitwillig darstellen können und nicht sagen, oh, ich laufe den Marathon mit, ich bin ein bisschen langsamer als ihr, quäle mich aber wie so ein Ochse dabei und es macht gar keinen Sinn, ich schade nur meinem Körper. Ja, ich habe vielleicht beim Marathon eine völlig andere Aufgabe. Ja. Lieber Uwe, lieber Sven, wir sind hier in der Nachspielzeit, wenn ich schon längst im Elfmeterschießen, nur jetzt wollte ich das nicht abbrechen. Vielen Dank für die Beiträge und ja, ihr habt hoffentlich auch etwas mitbekommen, was ist organisationale Resilienz, wie ordne ich das Ganze ein? Bleibt uns auf jeden Fall gewogen, bis zur nächsten Folge wieder. Viel Spaß dabei und ciao. Danke fürs Dabeisein. Weitere Infos und Links findest du in den Shownotes. Natürlich freuen wir uns über ein Like, abonniere den Podcast oder Kanal und aktiviere die Glocke, um keine Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.